So, hallo. Ich bin wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal ab. Ich glaube nicht. Letztes Mal muss ich nicht abmoderiert haben. Und ja. Gut, ich kann jetzt halt sagen nichts. Aber dafür. Remnants. Und naja, relativ viel kann ich dazu nicht sagen. Ich habe die letzten Tage nicht mehr so viel Zeit gehabt, um aufzunehmen. Und am Wochenende war ich halt irgendwie fast die ganze Zeit weg. Und jetzt ist Montag und jetzt nehme ich auf. Immerhin habe ich Spätschicht, da passt das wenigstens. Kann ich jetzt so vier Folgen aufnehmen. Vier Folgen Gothic, vier Folgen Horizon, dann habe ich wieder was zum Hochladen. Gothic kann ich dann auch nachher rendern, wenn ich duschen gehe. War kein Ding. Müsste gleich mal dann fertig sein. In den 20 Minuten. Oh, da war noch eine Wurzel. Sollte ich mich anders anhören oder so? Na gut, ich bin vorhin erst aufgestanden. Habe jetzt ein paar Kekse gegessen. Und ja. Kann wahrscheinlich nicht so ganz so gut sprechen. Weil ich ja natürlich, wie ihr kennt, krassen Sprachbarrieren habe. Vor allem, wenn ich aufstehe. Habe ich da vorne noch eins übersehen oder was? Jo. Die nehme ich natürlich alle mit. Heilung ist gar nicht schön. What? Wo kommt das Teil jetzt auf einmal her? Ich habe doch alles aufgesammelt. Außer es würde nachspawnen. Was erklären würde, wenn es auf einmal wieder da ist. Oh, jetzt kommt hier die ganz krasse Musik. Und da hinten ist das Sumpflager. Da runter zu springen. Das wäre was, Leute. Vor die Bauchlandung. Und dann bin ich hundertprozentig tot. Fall in die Barriere und werde dann auch noch so weggeblitzt. Das wäre tatsächlich lustig mit anzusehen, habe ich gehört. Typische Waldmusik habe ich gehört. Nee, Schlösserknacken kann ich immer noch nicht. Müssen wir dann mal lernen. 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 Lernen natürlich. Da unten ist eine Höhle. Daraufhin erstmal ein Keks.
Nee, ist halt aber auch nix. Okay, es kann sein, dass ich hier die Hälfte aller Viecher gekillt habe, die da war. Und die andere Hälfte hat jetzt Angst vor mir. Warum lassen die sich nicht blicken? Außer die Snapper, die hier irgendwo rumrennen, die kommen freiwillig zu mir her. Die laden sich einfach selber ein. Und da sind wieder die OP-Wölfe. Wer kennt sie nicht? Oh, das sind mehr. Dry. Ja, okay. Das lasse ich erst mal. Jetzt muss ich aber mal heilen. Ist dein Fleisch, du Sau. Ich verstehe immer noch nicht, warum das 8 Leben regeneriert. Sie werden viel besser. Bei 15 würden mir auch schon reichen. Oh, das sind auch Hunde. Ich muss auch sagen, ich war gestern auch beim Pre-Release von Zendikar's Rising Magic, muss ich dazu sagen. Jetzt weiß wieder niemand, was ich meine. Jetzt rutscht er schon wieder den Berg hoch. Aber ich spinne. Und oh. Okay. Dann halt wieder so.
kommen immer noch diese komischen kaputten Sounds. Warum spreche ich nochmal? Nicht, dass es nochmal passiert. Ja, es sind zwei Wölfe. Nein. Okay, das schaffe ich nicht. Gegen zwei gleichzeitig. Okay, ich könnte mich noch heilen, aber ich weiß nicht, ob ich es dann auch noch schaffe. Oder ob ich es dann immer noch, ob ich es dann trotzdem schaffe. So meine ich das. Wie viel muss ich? 91, 94 hoch. Wohl nicht so ganz stabil, die Mod. Auf jeden Fall war ich beim Pre-Release. Ich muss sagen, Pre-Release lief eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hab zweimal gewonnen. Okay, gut. Ich muss sagen, die erste Runde habe ich richtig reingekackt. Da habe ich sowas von verloren. Und eins muss ich mal sagen, Leute. In puncto Freundlichkeit natürlich. Wenn ihr gegen jemanden spielt. Ja! Dann solltet ihr niemals, wenn ihr mit anderen Leuten spielt und ihr habt so ein Match, bei dem ihr gefühlt haushoch gegen den anderen gewinnt, dann sagt am Ende niemals, niemals GG. Weil das an sich für den anderen mehr Beleidigung ist als irgendwas anderes. Weil wenn du okay, für dich war es ja ein gutes Game. weil du es halt recht einfach hattest. Aber der andere, der fand es halt nicht so nice. Wenn ihr euch fragt, so, ja, aber nach. Okay, ihr schreibt bei LOL, wenn ihr zum Beispiel verliert, wahrscheinlich auch nicht in den Chat. Oh, GG. Oh, ich glaube, hab ich auch schon mal gemacht. Und war auch wieder der beste Moment. Ja, dann habe ich gegen den ich gespielt habe, sagt zu mir am Ende so GG. Dann dachte ich mir so, wenn du noch einmal GG sagst, dann reiße ich dir die Zunge raus. Und uff. Das sind genauso Dinge, wie wenn man Leute von hinten anspricht. Das kann ich auch, sowas kann ich gar nicht ab. Wenn man sich dann konsequent hinter jemanden stellt und so lange wartet, bis sich die Person umdreht, weil ich dann auch weiß, wenn jemand hinter mir steht und der was von mir möchte, dass ich dann weiß, dass der hinter mir steht und was von mir möchte. Das habe ich ja in der Arbeit sehr oft. Die Leute ignoriere ich dann meistens immer bis zum Ende. Zu viele Wölfe. Zu viele Wolfs. So viele Gölfe. Und naja. Also Leute, wenn ihr Respekt vor den Gegnern haben wollt, sagt am Ende niemals GG, wenn die richtig krass verloren haben. Weil für die ist das kein gutes Spiel, sondern das ist für die ist das eine krasse Beleidigung. Außer wenn der Gegner verliert und er sagt, wenn er zu dir sagt GG, dann kannst du auch GG sagen. Weil er bestätigt ja damit, dass auch wenn er verloren hat, dass für ihn das Game gut lief. Also dass er an dem Game Spaß dran hatte, weil wenn du ein
Game hast, in dem du nur hauptsächlich dominierst und dein Gegner halt nicht wirklich zum Zug kommt und dann keinen Spaß hat, dann kannst du nicht Good Game sagen. Denn ein Good Game ist natürlich für beide Seiten Good Game. Und wenn jetzt, wenn dann das, aber dann kommt natürlich die Frage, aber wenn ich ein neues Good Game schreibe, dann kann es das andere Team halt nicht lesen. Bleibt in eurer eigenen Chatbox. Aber das sind halt so die Sachen. Das wissen halt viele natürlich nicht. Achso, da läuft er normal rum. Ich dachte, er würde jetzt rumsprinten. Rockblatt. Nachtschatten. Komm her, Junge. Von was der auch immer Damage bekommen hat. Dann spreche ich nochmal gegen die Blutfliegen. Ich will ja den Varan nicht nochmal killen müssen. Oh, da ist ein Lurker. Der lurkt mich wahrscheinlich an. Nichts gut kämpfen, Lurker. Oh. Okay, es waren da noch ein paar viele.